Das Produktportfolio der Sony Alpha Kameras ist mittlerweile ganz schön groß geworden, was einerseits viele Vorteile mit sich bringt, aber andererseits die Sache für jene, die sich nicht ständig mit der Materie beschäftigen, auch ganz schön kompliziert macht. Und da kann schon leicht mal die Frage aufkommen, welche Sony Alpha Kamera man sich jetzt kaufen soll. Im heutigen Video werde ich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Sony Alpha Kameras mit dem E-Mount eingehen. Ich werde auch verschiedene Einsatzzwecke bzw. Kategorien durchsprechen und meine Empfehlungen dafür geben, welche Kamera ich für was und warum einsetzen würde. Ich werde speziell auf die Sony Alpha Kameras eingehen mit dem neueren E-Mount, also die Alpha 5000 Reihe, Alpha 6000, Alpha 7 und Alpha 9. Alle Kameras mit dem älteren A-Mount werde ich bewusst außen vor lassen. Wenn du also wissen willst, welche Sony Alpha Kamera du dir kaufen solltest, dann solltest du bis zum Schluss dranbleiben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Stefan und ich bin Foto- und Videograf aus Österreich. Wenn dir unsere Videos gefallen und du neu hier bist, dann würdest du uns einen großen Gefallen tun, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke drückst und dem Video einen Daumen nach oben gibst. Vielen Dank! Bevor ich auf die Empfehlungen eingehe, möchte ich ein Verständnis schaffen, was sich Sony bei der Produktpalette vielleicht gedacht haben könnte. Dafür möchte ich auf die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten der einzelnen Kameras eingehen. Dafür habe ich eine kleine Grafik gemacht, wo wir die verschiedenen Modelle sehen und anhand von einzelnen Kategorien unterscheiden können. Dabei unterscheide ich die Größe des Sensors, die Klassifizierung und den Einsatzzweck. Und die Grenzen sind hier sehr wohl fließend, also das sind keine harten Grenzen. Und nur weil eine Kamera im Hobbybereich eingeordnet ist, heißt das nicht, dass man damit nicht professionelle Fotos machen kann. Genauso wenig heißt es, dass wenn eine Kamera im Einsatzzweck Film ist, dass man damit keine Fotos machen kann. Die Kameras sind alle sehr gute Allround-Kameras und können in jedem Bereich überzeugen. Wenn man sich die Produktpalette aber jetzt genauer ansieht, dann sieht man, dass Sony sich vielleicht etwas gedacht hat dabei, warum eine Kamera so oder auch anders konstruiert ist. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass das Foto immer der Fotograf macht. Und die Kamera oder das Objektiv ist rein ein Hilfsmittel oder Werkzeug. Also keine Angst, wer sich nicht die tollen großen Kameras leisten kann, der braucht keine Sorge haben. Und zum Beispiel mit einem Einsteigergerät mit der Alpha 6000 können in 95% der Fälle sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Und wenn sich wer zum Beispiel eine große Kamera leisten kann, nicht aber an seinen fotografischen Fähigkeiten arbeitet, dann wird jemand, der eine vermeintlich kleine Kamera hat, bessere Ergebnisse erzielen, wenn er eben an diesen fotografischen Fähigkeiten arbeitet. Also keine Angst, jeder, der fotografieren lernen will, kann das auch mit den kleinen tun, kann super Ergebnisse erzielen und kann eben sehr viel Spaß haben, auch mit einer kleineren Kamera. Und ganz ehrlich gesagt, alle diese Kameras, die jetzt aufgeführt sind, sind sehr gut, erreichen sehr gute Ergebnisse und man muss sich mit keiner irgendwo Bedenken machen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt auf die Unterscheidung für ein besseres Verständnis eingehen. Einer der größeren Faktoren, der einen Unterschied macht, ist der Sensor. Ich blende jetzt mal die gängigen Sensorgrößen ein und Sony verbaut zwei Sensorarten. Einerseits den Vollformatsensor und den APS-C-Sensor. Der Vollformatsensor bringt gerade bei schlechtem Licht große Vorteile mit sich, da jedes Pixel größer ist und somit mehr Licht aufnehmen kann. Auch Vorteile hat es beim sogenannten Bokeh, also beim verschwommenen Hintergrund. Denn umso größer der Sensor ist, umso besser, umso leichter lässt sich das Bokeh erzeugen. Helfen dabei tut auch noch die große Offenblende. Also man würde eine große Offenblende beim Objektiv brauchen, eine lange Brennweite und man kann ein tolles Bokeh erzeugen. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht mit einem APS-C-Sensor auch geht, besser geht es aber mit einem Vollformatsensor. Okay, also der Vorteil des größeren Sensors ist, dass ich bessere Fotos bei schlechtem Licht machen kann und ich kann ein besseres Bokeh erzeugen. Den Extremfall in der Reihe stellt dabei die Sony Alpha 7S oder 7S II dar.
die hat einen Vollformatsensor, aber nur 12 Megapixel. Im Vergleich zum Beispiel zur A7 III, die hat auch einen Vollformatsensor und 24 Megapixel. Also nur die Hälfte. Dadurch ist jedes Pixel sehr groß und kann sehr viel Licht aufnehmen. Das bringt aber nur bei der Lichtempfindlichkeit was, nicht beim Bokeh. Und die neueren Technologien, also die neueren Sensoren, wie zum Beispiel in der A7 III eben, die machen diesen Vorteil teilweise schon weg. Und wenn man sich die ISO-Werte ansieht und vergleicht, dann ist die A7 III fast so gut bei schlechtem Licht wie die Alpha 7S. Für mich gibt für die Klassifizierung eine Kombination aus Funktionsumfang und Bedienung den Ausschlag. Die Einsteigerklasse bilden dabei die Alpha 5000 und 5100, die zwar von den Funktionen schon viel mitbringen, aber das Bedienkonzept und die fehlenden Funktionen, also teilweise fehlenden Funktionen, machen es dann zu einem Hobbygerät. Die Alpha 6000 Reihe bringt von den Funktionen her schon sehr, sehr viel mit und die Unterscheidung zur größeren Reihe, also zu Alpha 7 und Alpha 9, ist einerseits der Vollformatsensor, den sich viele Profis wünschen, und andererseits die fehlenden Bedienmöglichkeiten. Also wenn man jetzt die Alpha 6000 und die Alpha 7 vergleicht, dann sieht man, dass man bei der Alpha 7 sowohl die Blende, die Verschlusszeit, ISO mit einem eigenen Rädchen belegen kann und direkt verstellen kann. Das hat jetzt die A6000 nicht und dadurch ist es für Profis nicht ganz so gut geeignet. Das heißt jetzt nicht, dass man sie nicht verwenden kann, aber intuitiver zu bedienen und schneller ist man mit der Alpha 7. Das alles bringen die Vollformatkameras mit und deswegen stufe ich sie als Profigeräte ein und die anderen für Fortgeschrittene. Wie gesagt, die Bildqualität ist bei den anderen aber genauso gut. Also das ist sicher keine Ausrede. Der Einsatzzweck. Und wie schon erwähnt, sind alle Kameras gute Allround-Kameras. Manche sind aber aufgrund der Funktionen speziell für Einsatzzwecke gedacht. Also zum Beispiel die A7S. Die ist mit den 12 Megapixel perfekt fürs Filmen geeignet und auch die anderen Funktionen, wie die flachen Bildprofile oder die Hilfsfunktionen beim Fokussieren, beim manuellen Fokussieren durch die Lupe und durch das Focus-Peaking, machen es zur perfekten Filmkamera. Andererseits würde wahrscheinlich niemand daran denken, mit einem 12 Megapixel Sensor richtig große Bilder drucken zu wollen. Und das können wieder andere Geräte sehr gut. Also die A7R und die hat deutlich mehr Megapixel. Ich zeige euch mal den Vergleich. Also die eine hat 12 Megapixel und die Alpha 7R geht von 36, ich glaube rauf bis 46 Megapixel. Und ihr seht, wer richtig groß drucken will, der braucht Megapixel und das bringt die A7S nicht mit. Zusätzliche Vorteile bietet der Sensor mit extrem vielen Megapixeln in der Nachbearbeitung. Also alle Architekturfotografen, Landschaftsfotografen, aber auch Tierfotografen, die die Möglichkeit haben wollen, in das Bild hineinzuzoomen, hineinzukroppen, ohne dann am Ende ein Bild zu haben, das zu wenig Megapixel zum Drucken hat, die sollten über die A7R nachdenken. Für Sportaufnahmen ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Kriterien eine schnelle Serienbildfunktion. Und genau das bringt die Sony Alpha 9 mit. Sie ist perfekt ausgelegt, durch ihren schnellen Sensor und schnellen Prozessor genau diese Funktion abzubilden. Das heißt aber jetzt nicht, dass wenn jemand ein paar Fotos machen will, Serienbilder, wie auf einem Sportfeld, dass er dafür die Alpha 9 braucht. Nein, die Alpha 9 ist für alle gedacht, die mit der Fotografie im Sport ihr Geld verdienen und konkurriert auch mit den anderen Geräten der Hersteller, also an allen anderen Herstellern, die sich auf das spezialisiert haben. Da wir jetzt die grundlegenden Unterscheidungen besprochen haben, möchte ich meine Empfehlungen für bestimmte Einsatzzwecke aussprechen. Und ich gehe dabei auf die Kategorien ein, die wahrscheinlich am häufigsten gefragt werden. Sollte ich eine vergessen, dann ruhig rein mit den Fragen in die Kommentare. Beste Kamera für wenig Geld. Die beste Kamera für wenig Geld ist meiner Meinung nach die Sony Alpha 6000. Die Kamera ist immer noch sehr beliebt unter professionellen Fotografen, Landschaftsfotografen, die auf diese Kamera eben zurückgreifen. Neu ist sie teilweise schon für 400 Euro zu haben oder wer sparen möchte, kann am Gebrauchtmarkt schauen und es sind manchmal Exemplare für 200 Euro zu finden. Die größte Schwachstelle hat die Kamera meiner Meinung nach bei den Videofunktionen. Es fehlen Dinge wie 4K, aber auch flache Bildprofile und andere Hilfsfunktionen und auch der stabilisierte Sensor.
Gerade im privaten Bereich sollte das in vielen Fällen keine Rolle spielen. Und das mit dem stabilisierten Sensor kann man auch durch Objektive ausgleichen. Es gibt ja in der APS-C-Serie bei den Objektiven Objektive, die eben stabilisiert sind, und dann muss der Sensor nicht unbedingt stabilisiert sein. Die Videofunktionen sollten aber für viele kein Problem darstellen und die Qualität im HD-Modus ist trotzdem sehr gut. Ich persönlich würde aber jetzt nicht mehr auf eine Kamera zurückgreifen, wenn ich mehr wie 30% filmen will, die keinen stabilisierten Sensor hat. Man kann das zwar mit den Objektiven ausgleichen, für mich ist das eine Limitierung, die ich nicht haben möchte, da ich oft analoge Objektive verwende. YouTube und Vlog-Kamera. Die Konkurrenz aus dem eigenen Haus mit den Kompaktkameras, wie zum Beispiel der RX100-Reihe oder auch der neuen Vlog-Kamera, sind sehr groß. Wer aber jetzt mehr Möglichkeiten will und einen größeren Sensor will, der sollte sich bei der Alpha 6000-Reihe umsehen. Und mein Favorit hier ist die Alpha 6100. Eines der wichtigsten Faktoren für YouTube, und ich weiß, wovon ich spreche, ich nehme alles mit der A7S oder A7III auf, ist die Bildkontrolle. Und wenn man alleine ist und sieht nicht, ob eine Kamera aufnimmt, dann kann das manchmal wirklich störend sein. Und gerade diese Funktion bringen die APS-C-Kameras mit. Also die Alpha 6100, die Alpha 6400 und 6600. Gerade in dieser Kategorie tue ich mir doch ein wenig schwer. Ich habe jetzt kein Problem, wenn der Sensor nicht stabilisiert ist, da ich meistens auf einem Stativ arbeite. Wer jetzt vloggt, der wird wahrscheinlich schon einen stabilisierten Sensor wollen oder halt stabilisierte Objektive. Und leider hat die A6600 als einzige mit dem anderen Display einen Stabilisator im Gehäuse. Die Kamera kostet aber knapp 1400 Euro und ich denke, für 1800 Euro bekommt man schon die Alpha 7 III. Und ich finde, das ist schwer zu rechtfertigen. Und deswegen macht für mich das Rennen die A6100 mit der Einschränkung, dass wenn man wirklich vloggen will, dass man ein stabilisiertes Objektiv braucht. Reisekamera. Eine meiner Lieblingskategorien. Und das Wichtigste für mich, wenn ich auf Reisen gehe, wenn jetzt nicht die Fotografie im Vordergrund stehe, also wenn ich professionell unterwegs bin und ein Brautpaar zum Beispiel begleiten muss auf Reisen, dann ist für mich das Wichtigste die Größe. Und deshalb fallen eigentlich die Alpha 7 und die Alpha 9 schon ein wenig weg. Und ich würde schauen, dass ich eine Kamera mit einem APS-C-Sensor nehme. Und es ist wieder schwer, da ich gerne auch filme, wenn ich unterwegs bin. Und das hat die Alpha 6600 und wie gesagt, kann ich die schwer rechtfertigen. Für mich der beste Kompromiss hier ist deswegen die Alpha 6500. Sie bringt alle Videofunktionen mit, die man braucht. Sie hat einen stabilisierten Sensor und der Sensor ist sowieso der gleiche fast in allen Reihen und der macht super Bildergebnisse. Das heißt, wer auf Reisen ist, die Reise genießen möchte und trotzdem bessere Bilder haben will wie mit dem Smartphone, der kann sich die Kamera genauer ansehen. Wer ein wenig mehr Budget hat, der kann sich auch die Alpha 6600 ansehen. Für mich ist es allerdings schwer und ich bin nicht sicher, ob die kleinen Änderungen den Aufpreis wert sind. Beste Filmkamera. Als beste Filmkamera würden jetzt sicher viele die Sony Alpha 7S II erwarten, die mit ihrem 12-Megapixel-Sensor geradezu ausgelegt ist für den Film. Aber Sony hat sich mit der Sony Alpha 7 III große Konkurrenz geschaffen. Für mich sind die wichtigsten Faktoren beim Filmen ein stabilisierter Sensor, die Videofunktionen, also auch flache Bildprofile und die Hilfsmöglichkeiten beim Fokussieren. Und all das bringt die Sony Alpha 7 III mit dem Zusatz, dass sie trotz 24-Megapixel-Sensor gleich gute Aufnahmen bei schlechtem Licht erzeugt wie die Sony Alpha 7S. Also die Tests zeigen, es ist ein geringer Unterschied und die A7S ist ein wenig besser. Für die meisten wird das aber nicht einmal auffallen und deshalb ist für mich der klare Favorit und die klare Kaufempfehlung auf dem Bereich die Sony Alpha 7 III. Und wir kommen auch hier zur zweiten Kategorie und das ist die beste Hybridkamera, also Foto und Film. Und das ist für mich auch wieder die Sony Alpha 7 III. Weil die ganzen Funktionen, die im Fotobereich zur Verfügung stehen, der Autofokus, stehen den größeren wie der A7 R3 oder der Alpha 9 eigentlich um nicht viel nach. Und deswegen ist das der Preis-Leistungs-Sieger auch für diese Kategorie.
Wer im fortgeschrittenen Bereich ist, für den könnte auch die Alpha 6500 und Alpha 6600 sehr interessant sein. Aufgrund der fehlenden Bedienungsmöglichkeiten würde ich als Hauptkamera für einen Profi etwas kritisch betrachten. Also es funktioniert sicher, bequemer und schneller ist man sicher aber mit der Sony Alpha 7 III. Für alle, die mehr Megapixel brauchen, also Landschaftsfotografen, vielleicht Tierfotografen, Architektur, ist natürlich die Sony Alpha 7 R3 oder R4 die erste Wahl. Im Sportbereich würde ich auf die Alpha 9 zurückgreifen. Und wenn du dich jetzt fragst, brauche ich überhaupt mehr Megapixel oder brauche ich diese schnelle Serienbildfunktion, dann muss ich dich vielleicht ein wenig enttäuschen und ich traue mich zu behaupten, dass du diese Funktionen zu 95% nicht brauchst, wenn du darüber nachdenken musst, ob du es überhaupt brauchst. Jeder, der mit Kameras umgeht und der schon öfter damit gearbeitet hat, der hat Limitationen erfahren. Und der weiß, dass er diese Funktionen braucht und deswegen kauft er diese Kameras. Für die Mehrheit, denke ich, ist der Aufpreis zu Alpha 7 R3, R4 und Alpha 9 nicht gerechtfertigt. Aber es sollte sich jeder die Kamera kaufen, die er will. Und selbst wenn du die Funktionen nicht brauchst, kannst du sie natürlich kaufen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Wer sich allerdings eine Kamera mit so viel Megapixel kauft oder auch mit einer schnellen Serienbildfunktion, der sollte damit rechnen, dass die einen ganzen Rattenschwanz an Kosten mit sich hertragen. Und das in der Nachbearbeitung und auch beim Speicherplatz. Also wer so große Bilder macht, der muss damit rechnen, dass vielleicht der Computer zu langsam ist und der Speicherplatz nicht ausreicht, wenn er nicht vorher darauf geachtet hat. Also das unbedingt beachten und nicht blauäugig eine Kamera kaufen und denken, das wird schon gehen und dann wundert man sich im Nachhinein und ärgert sich vielleicht, dass man alles andere auch aufrüsten muss. Das war's jetzt mal mit dem Video und falls du dir noch immer unsicher bist, ich werde noch ein Video zu den APS-C Kameras separat machen und eines zur Alpha 7 Reihe. Das heißt, da kannst du dann reinschauen, wenn du sagst, okay, die APS-C Kameras sind was für mich, dann schau ruhig da rein oder bei der Alpha 7 Reihe. Falls du gleich Fragen hast, dann schreib ruhig in die Kommentare und vielleicht können wir gemeinsam die richtige Kamera für dich finden. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!